So, hi Freunde und willkommen wieder mal zu Fleramstag, womit wirklich wahrscheinlich niemand gerechnet hat jetzt in diesem Moment. Ich bis gestern auch noch nicht, weil mir ist einfach so ein Gedankenblitz gekommen. Ey, kannst du mal wieder einen Fleramstag machen? Ist ja seit dem Urlaub das letzte Mal, das ist jetzt schon über ein halbes Jahr her, kann das sein? Letzter Fleramstag, ich glaube schon. Ja, ich mache jetzt aber mal wieder einen neuen Fleramstag, aber diesmal etwas informativer und diesmal auch nur mehr oder weniger auf die Projekte basierend und auf den Kanal basierend. Also nichts mit News aus aller Welt oder sowas. Um auch gleich schon mal zum ersten Punkt zu kommen, würde ich gerne gleich schon mal ankündigen, dass GTA 5 im März rauskommt. Ende März kommt es, glaube ich, raus, kann das sein? Ja, jedenfalls wird das dann schön gekauft und dann auch aufgenommen. Das wollte ich jetzt nur mal sagen, da wird es einen Multiplayer geben davon, dann auch also ein Let's Play, ein Multiplayer Let's Play. Den Singleplayer werde ich ganz durchspielen, werde ich mir zumindest vornehmen, da alles schön durch zu ackern. Und ja, also Multiplayer auf jeden Fall, da könnt ihr dann auch wieder mitmachen, wenn genau du GTA 5 hast, zu dem Zeitpunkt. Für PC natürlich, also kommt ja für PC raus. Für PS3 oder Xbox möchte ich nicht. Nee, hab zwar eine PS3, aber muss ich mir erst noch eine Game Capture Card oder sowas kaufen. Das wird dann alles ein bisschen teuer, deswegen kaufe ich mir das Spiel. Wenn es halt eben rauskommt, dann ja, wird das gezockt. So, als zweites Thema habe ich mir dann den Uploadplan rausgesucht, weil ich habe den nur ganz kurz in dem Minecraft-Video da erwähnt, glaube ich. Was aber auch nicht ewig lang online bleiben wird, ist wahrscheinlich erst so lang. Wahrscheinlich so lange, bis das Minecraft Let's Play wieder startet. Aber zu Minecraft komme ich dann im dritten Punkt auch noch. Aber jetzt mal zum Uploadplan. Also, ihr könnt ja auf meinem Kanal eben im Banner sehen, da ist das erste Feld, das der erste Link ist der Uploadplan. Da drückt ihr einfach drauf und dann könnt ihr da für die Wochen jeweils sehen, ja, was ansteht, wie viel ansteht. Und was ich aufgenommen habe und gerendert habe und was ich für die nächste Woche, für die nächsten 2 Wochen hochladen werde. Und nach jeder Aufnahmesession werde ich dann eben das aktualisieren. Ihr könnt allerdings auch Kommentare da verfassen, wenn ihr einen Google Plus Account habt, glaube ich. Und da könnt ihr auch einfach mal, wenn ihr wollt, irgendwie euch irgendwas überlegen, dass wenn ihr sagt, ja, wir wollen mehr, keine Ahnung, wenn jetzt Dishonored kommt, wir wollen mehr Dishonored oder wir würden mehr Stalker wollen oder mehr Minecraft, mehr Terraria, was auch immer. Einfach mal dazu schreiben. Vielleicht unter ein Video hier, damit ich es irgendwo lesen kann oder vielleicht auch dort, weil dann kann ich es dort direkt auch mal überprüfen, okay, wie kann ich da was ändern. Außerdem könnt ihr euch da genau festlegen, wann was kommt. Also von den Hauptprojekten würde ich dann schon gerne jeden Tag ein Part hochladen. Und ja, dann könnt ihr euch halt genau festlegen, was ihr sehen wollt, weil mir ist es klar, dass ihr nicht alles sehen wollt, aber vielleicht, wenn ihr dann ein oder zwei Projekte da ja, mögt, dass ihr dann eben dort auch genau wisst, wann sie kommen, an welchem Tag und dass ihr dann dort eben aktuell up to date seid und ja, das Video dann schauen könnt. Also, wie gesagt, Uploadplan, checkt den mal aus, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ich packe da auch gerne noch einen Link in die Beschreibung, aber ihr wisst jetzt auch, wo ihr den auf dem Kanal finden könnt. Also von daher ist es ja kein Problem. Gut, zum nächsten Thema. Und zwar Minecraft. Ich habe ja gesagt, Minecraft wird wieder gestartet, aber diesmal etwas anders. Ich probiere das mal ein bisschen anders und zwar möchte ich das Ganze über den Server laufen lassen. Kein Nitrado-Server, vielleicht irgendwann mal ein Nitrado-Server, aber jetzt so noch nicht, weil dafür nehme ich das dann doch zu selten auf, dass ich dann da schon Geld bezahle, um so einen Server am Laufen zu halten. Ich werde das über Hamachi machen, aber ihr könnt jederzeit unter jedem Let's Play-Part dann sehen, welche IP der Server hat. Und ich würde dann auf Skype oder wie mache ich das am besten? Vielleicht Facebook oder so. Einfach, dass ihr dann sehen könnt, aha, okay, der Server ist jetzt online. Jetzt kann ich da drauf. Also der Server soll auch für euch verfügbar sein. Wenn ich aufnehme, könnt ihr auf diese Welt gehen und könnt dort eben mit mir entweder bauen oder ihr könnt euch ein eigenes Haus bauen, damit diese Let's Play-Welt so ein bisschen ausgeschmückt wird. Also ich möchte das nicht nur jetzt so auf mich begrenzen, aber ich bitte euch dann natürlich halt nichts abzureißen oder so, wäre halt blöd. Ich meine, ich habe zwar die Welt dann noch als Safe Data, also da könnt ihr abreißen, was ihr wollt, das bringt euch dann recht wenig. Aber
Ja, ich wollte das halt nur so machen, weil ich halt gemerkt habe, ja, euch gefällt das mit Minecraft und auch wenn es ein bisschen ja, ausgelutscht ist, ist halt immer noch das Projekt, mit dem ich halt angefangen habe und das auch mir sehr viel Spaß gemacht hat, weil ich mit euch da sehr in Kontakt getreten bin. Und auch durch Minecraft, durch das Minecraft-Projekt, habe ich auch HChris30 kennengelernt. Das heißt, es ist eine Freundschaft da sogar entstanden. Also ich möchte das schon irgendwie noch weitermachen und da möchte ich euch auch die Möglichkeit geben, mitwirken zu können und ja, eben vielleicht euer Let's Play da auch einzubinden. Also wenn ihr ein Let's Play machen wollt, auf diesem Server, könnt ihr gerne machen. Der einzigste Punkt dabei ist, es wäre cool, wenn ihr die Server-IP in eure Beschreibung packt, also unter die Videos dann, und den Servernamen und eventuell auch dann wäre es zumindest recht gut, wenn ihr sagt, von wem der Server ist, weil das ist halt dann eben, ja, ein bisschen Werbung darf man ja machen, oder was meint ihr? Also meine Meinung jetzt, also ihr könnt ja eure Meinung mal in die Kommentare schreiben, aber das ist jetzt meine Meinung und ich denke, das ist auch nicht zu viel verlangt, wenn ihr da jetzt mal irgendwie mich namentlich erwähnt oder so. Also nur wenn ihr das natürlich wollt auf dem Server da aufnehmen, ansonsten könnt ihr auch einfach nur mitzocken, mitbauen, mit Spaß haben und die Welt erkunden meinetwegen. Das macht dann auch viel mehr Spaß, wenn da ein bisschen Leben auf dem Server ist, denke ich. Ich denke mal, anfangs werden es nicht so viele sein, aber wer weiß, vielleicht wird das immer mehr, weil Minecraft, wer hat heutzutage nicht Minecraft? Ich glaube, jeder hat das. Ich bin mir da gar nicht sicher. Kostet ja auch jetzt nicht mehr so viel, glaube ich. Ja, also das ist dann jetzt erstmal das, was ich da besprechen wollte heute am Flaramstag. Wie gesagt, jeder Samstag ist Flaramstag. Das stimmt natürlich nicht und jeden Monat mache ich das auch nicht. Wenn nur noch, wenn irgendwas ansteht oder wenn mich irgendwas stresst in der Welt oder mich irgendwas interessiert, dann mache ich das gerne mal. Aber so mich da irgendwie verpflichten, da jeden Samstag oder jeden Monat was krampfhaft zu suchen, dann wird das ja auch nicht gut. Und ich will ja, dass die Flaramstage zumindest qualitativ sehr gut werden und ja, dass ich da mehr Zeit in Effekte investieren kann und sowas. Und ja, gut. Die neue Musik, die ihr hier gerade hört, die ist von Circle of Alchemist. Die werde ich auch im Minecraft Let's Play dann übernehmen. Und ja, die machen kostenlose Musik, also die kann man sich da eben downloaden und man muss halt eben nur die Gruppe da in die Beschreibung packen. Das werde ich natürlich auch machen. Könntet ihr ja unten mal dann auschecken und in den Minecraft-Videos dann natürlich auch. Also, das war's aber jetzt erstmal von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Samstag, einen schönen Flaramstag und ja, ich hoffe, euch hat diese kleine Überraschung gefallen, denn ich glaube, damit hat jetzt echt niemand gerechnet. Also, ja, das war's eigentlich jetzt von mir. Ich würde sagen, Outro, ne? Also, vielleicht bis zum, keine Ahnung, wann Samstag, aber wir werden uns wieder auf jeden Fall hören, sehen, riechen, was auch immer. Ciao. Wenn es dir gefallen hat, lass den grünen Daumen da und schreib mir deine Meinung in die Kommentare, um mich zu supporten. Ich zähle auf dich und bedanke mich fürs Zusehen.